Professor Gesäß. Können wir ihn einfach nennen. Schöner Mond. Da ist er! Ihm nach! Oh, er hat eine Truhe. Ah, Truhe. Und das ist eine kleine Truhe. Die ist ja ganz süß und winzig. Die ist noch nicht ausgewachsen. Riecht, als läge er schon im Sterben, weißt du? Treu? Ja. Zu treu. Verletzlich? Kann man ihm nicht abstreiten. Bin dann mal so frei. Pling, da haben wir unsere Silber an. Markus interessiert mich jetzt am meisten. Jo, damit kannst du blanken, vor allem. Ja, Steiner, dein Leben ist kacke und so. Willst du irgendwo was zu benutzen? Hier vielleicht? Hier vielleicht? No. Wow, 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 ganz cool. Hele, kannst du denn einfach so rumklettern? Stolpert, fällt runter, bricht das Genick, Spiel vorbei. Fertig. Gut, nehmen wir unseren Schnabel, unser Schnabeltier hier. Gaia, unser Planet. Ach ja, und so viel Adelsgeschnunze. Muss ein oder andere zum Nutzen gereichen. Thorp, thorp. Ach, ja. Das ist echt immer so, oder? Jeder Prof rennt in seinem Büro auf und ab und faselt vor sich hin. Ich finde sie doof. Also. Genau, es düngt sie, damit sie viel wächst. Ja. Wupp und weg ist er. Miau. Ja, Prof, ist klar. Unbändiges Genius und so. Ich finde es interessant, dass der auch von innen bemalt ist.
Geierglobus? Ja, der ist gewachsen, das sieht man doch. Der war damals nicht so groß. Solche Gefährten sind mir die liebsten. Ohne Bedingung. Ich weiß nicht, was Sache ist, aber ich stehe auf deiner Seite. Burp. Diese zur Hilfe gereichen ist echt so eine Macke von mir. Und jetzt haben sie ihm doch alles erzählt. Ja. So. Tja. Steiner. Da kannst du nichts gegen sagen, hä? Huh? Bam. Killer-Argument. So, gut, dann los. Diesen Mechanismus hier jetzt finde ich ziemlich lustig. Auch wenn er mir später mal ziemlich auf die Eier gehen wird. Der ist wie viele alte Mechanismen. Okay, unabhängig davon, er hat eine ziemlich ätzende Hintergrundmusik. Aber er ist wie alle Mechanismen, alten Mechanismen. Im Prinzip genial, aber nicht wirklich sicher. Gargantula-Bahn. Genau, finden wir den Schalter. Von dem ist hier den weichen Schalter. Von dem gibt es hier gleich mehrere. Gut, Mogro, Mogritz gibt es hier. Mochos, für den haben wir noch einen Brief. Genau. Ach ja, Klatsch und Tratsch. So. Jetzt lesen wir den nochmal, ob ein Antwortbrief kommt. Nein. Gut, dann speichern wir. Denn auch diesmal werden wir wieder einen Bosskampf vor uns haben und der ist nicht mehr so lange hin. Ich glaube zwar, es kommt noch. Kommt theoretisch noch etwas Trash vorher, auf den ich mich auch nicht freue. Aber primär kommt halt erstmal ein Boss. Like Boss. So, ich glaube, der Weichenschalter war hier. Eine Truhe war hier. Das ist schon mal gut. Rattenpanzer. Damit hätten wir schon mal das eine, was man von Beatrix hätte klauen können, ausgeglichen. Phönixfeder. Ist er das? Ich kann es nicht rückgängig machen, also war es richtig. Oder auch nicht. Gut, andere Seite. Nee, das ist ein anderer. Ja, das ist er bestimmt hier hinter irgendwo. Ta-da-da-da-da-da. Ziemlich genial. Stellt euch einfach so vor. Es gibt unter Treno und es gibt irgendwo einen Ort, wo Gargantulas leben und an diesen Wurzeln entlang klettern. Das ist eine Gargantula. Ein paar davon wurden mit diesen Gondeln behangen. Die eiern da in ihrer Heimat rum.
von dieser Einheit führen Wurzeln in einen, in der, wie er sagte, Kreisverkehr unter Treno und auch unter Alexandria. Wenn man diesen Schalter zieht, dann kommt eine Gargantula durch Zufall immer genau da lang und eiert auf diesen Kreisverkehr. Und läuft dann auf dieser Schleife im Kreis. So. Wenn man die zum Anhalten bewegt, kann man in diese Gondel steigen. Und wenn man dann den Weichenschalter wieder umlegt, läuft sie nicht zurück ins Gargantula-Heim, wo wir dann alle gefressen werden. Sondern wir kriegen einen Random-Kampf. Ha, ha, ha. Nein, sondern läuft auf die Wurzelstrecke nach Alexandria. Läuft dort in den Kreisverkehr rein. Läuft dort die ganze Zeit im Kreis. Dort lässt man sie dann wieder dort behält man sie an. Dann kann man aussteigen. You see the... Ihr kennt das System. Ihr und ihr da seid richtig eklige Viecher, wollte ich nur mal anmerken. Optisch einfach. Davon, dass sie ziemlichen Schaden machen können, wenn ich mich nicht irre, mal abgedeckt. Können nämlich, glaube ich, wirklich ganz schön wehtun. Ja, ne? Seht ihr, was ich meine? Theoretisch kann man hier aber, glaube ich, auch sehr gut leveln. Um mal die Gegenseite zu nennen. So, erster Tod. Noch überlebt jeder diesen komischen Sturmachus-Angriff, also kann ich auch weitermachen. Und sicherlich Sprecher. Gut. Oh, Steine. Markus, was könnt ihr eigentlich? Ich doch noch heilen. Wow. Ling Ling. Ich glaube, Markus ist nicht mehr voll. Egal, mache ich gleich im Menü mit einer Pause. So, fertig. Eigentlich muss ich natürlich auch sagen, die sind halt eigentlich für etwas Größe für Vierer-Trupps ausgelegt, wenn ich mich nicht irre. Und vielleicht auch für etwas höhere. Vorteil daran, sie geben Erfahrung. So, ist klar, ne? 3 AP. Ne? Also hier kann man theoretisch wirklich gut leveln und nachholen. Wenn man möchte. Möchte ich aber nicht. Ich werde es tun, wenn ich muss. Aber auch nur dann. Bodyguard gelernt, hat es besser. Da nichts Besseres, da nichts Besseres, ja. Genau. So, klick. Da kommt ein Korb mit Essen. Genau da, wo man die Gargantula hat. Ja, Toto ist gut. Derp. Ja, Steine ist gut. Naja, wenigstens die Spinne hat's gut. Nom 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 nom. Gut. Und fertig. Niau, weg ist er. An sich finde ich sie ganz süß. Ey. Niau, da sind wir jetzt weg. Oh ja, wir werden schon auf uns aufpassen. Das soll uns schon passieren, das ist auch ein geniales System.
Etwas exzentrisch. Map. Mein Gott. Piek. Was haben wir denn da? Ja. Unseren Boss für diese Sequenz natürlich. Geht ja nicht ohne. Also. Das Vieh ist einer von diesen Bossen, wo man eigentlich nicht weiß. Man kann nicht sagen, durch was sie wirklich schwer werden, wenn ich mich richtig entsinne. Aber sie sind halt einfach. Haben einfach einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Fakt ist, blau. Und wo ich gerade dabei bin, kann ich hier auch. Hoppala, oh, das geht nur auf einen. Aua. Ja, genau. Das Tolle war die Sache mit dem Gift. Ist doch Gift, ja. Ossala Armreif. Ein neuer Armreif. Ist schon mal großartig, weil den können alle außer Steiner und Freya tragen. Damit darf ich profitieren. Antidot, Markus. Ah, natürlich klaut die Zauber der jetzt. War ja klar. Boah. Scheiß Schlange. Lass das bleiben. Räum mich hier nicht so auf. Teilt ganz schön aus. So können Kämpfe auch aussehen, wenn man nicht gut gelevelt ist. Schon wieder. Markus. Der hat natürlich auch keine Abilities oder sowas, ne? Du Potion of Meaning, du klaust. Ich hoffe, du machst die Potion als erstes, und zwar bevor das Gift ihn tötet, Junge. Boah. Bisschen knapp heute. Für meinen Geschmack. So. Warum heilen? Wegen des Eisras. Okay, Spinnen. Gemacht. Weil ihm sonst ja auch langweilig werden würde. Kann auch ganz schön ätzend werden, ist aber. Naja. Gibt Schlimmeres. Wir haben zwar noch keinen Hast, aber. Trotzdem ist es. Naja. Mehr so ein Tropfen auf. Nicht kein Tropfen auf dem heißen Stein, aber. Es ist höchstens der Tropf, der das Fass zum Überlaufen bringt, wollte ich sagen. So, könntest du mal bitte wen anders als Markus küssen? Na genau, zum Beispiel Steiner, der hat nämlich Gift und Galle drin. Aber es haben beide Gift und Galle drin. Es ist also eigentlich egal, wer geküsst wird, Hauptsache es ist nicht Steiner, nicht Markus. Und wer frisst den Skill zweimal? Hey, Markus. Aua, Spinne zu wem? Sehe ich gerade. Oh oh. Nicht gut. Nicht gut. Oh, das war stark. Nur um Lilly hatte ich mir gerade Sorgen gemacht. Mitre-Gabel geklaut. Komm schon, lass das letzte gewesen sein, bitte. Bitte ein habe nichts. Bitte ein habe nichts. Nicht. Du bist doch ein sowas von drecksiges Scheißvieh. Yes, wir haben es hinter uns. Du musst das geklauen. Dann mach mal. Oh, Steiner ist. Sieht schon ganz gut aus. Wären sicher, ist sicher. Ich weiß leider überhaupt nicht, was gegen das Viech wirkt. Deswegen konnte ich Steiner jetzt auch nicht vorher ausrüsten. Bisschen-Töter wäre möglich gewesen. Jedenfalls schaut euch mal Lilly's MP an, ne? Also, vielleicht hätte ich doch ein paar mehr Antidote nutzen sollen auf Markus. Also, Items und nicht Zauber. Das wäre vielleicht besser gewesen, aber naja, wir werden sehen. Wichtig ist jetzt, dass es viel Schaden frisst. Oh. Ah, Steiners Gemach ist auch wieder vorbei, sehe ich gerade. Schöne Sache, das.
sie bleibt mal im Standby am besten. Also Standby nenne ich das, wenn ich den einfach so rumfliegen, rumhängen lasse. Und einfach immer nur überspringe. Und meine Zuhörer mit. Wing, 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 wing. Nerve. Okay, just kidding. Okay, warte mal. Jetzt machen wir das mal. Jetzt nutzen wir mal hier eine von Shiners Techniken, hier diese Kraftklinge. Damit ihr das auch mal seht. Zack, zang. 460 HP. Das war genauso viel, wie ihm gefehlt hat. Jetzt heile ich sie wieder hoch. Ist halt mehr als ein Standardangriff immerhin zieht. Aber jetzt ist jetzt halt keine Technik, die so richtig bombt. Schon stirbt, du Viech. Wir müssen mal gucken, die Hälfte seiner HP muss ihm schon fehlen. Das ist übrigens normal. Damit sich die Technik überhaupt gegenüber dem normalen Angriff lohnt. Ist nicht ganz so toll. Auch dieses Fliehen ist, soweit ich weiß, zeitgesteuert. Das heißt, wenn man hier nicht, wenn man hier mit dem Fliehen Pech hat, kommt man auch wieder zu kurz. Mit dem Stehlen Pech hat. Und tschüss. Ja, wo sind wir in Alexandria? Schauen wir gleich mal. Na, wird schon. Toto mal wieder. Das ist wieder so super klischeehaft, die Situation. Schutz vor einer feindlichen Invasion gebaut. Sie wollte ja eigentlich unbedingt was erzählen, dass es hier noch was gäbe, aber... Ich lüge doch nicht, sage ich. Kaboom. So viel dazu. Voller Anblick, sag ich. Da, da, da. Ganz, ganz unmöglich. Unmöglichst, sozusagen, weil man das Wort auch so toll steigern kann. Reden will. Irgendwie ist es, sind es nicht die Worte einer lieb fürsorgenden Mutter. Hab ich da so ein Bauchgefühl. Und ratet mal, was jetzt kommt. Szenenwechsel! War ja klar, ne? Denn wenn man das schon kann mit dem Szenenwechsel, dann muss man es natürlich an genau so einer Stelle einbringen. Ach Gott, mal auf den HP-Grundschneider. Ja, nach Clara. Natürlich verfolgen sie sie.
Ja, Quenya. Ist ja gut. Haley habe ich nicht vergessen. Ja, Wirbelsturm. Das wird schon. Gut. Wir sind wieder mit unseren Hauptleuten unterwegs. Und die wollen erstmal neu ausgerüstet werden mit ein paar schmucken Sachen. So, netterweise haben sie uns auch den Rückweg gespart und uns gleich auf die Weltkarte gesetzt, was ich sehr nett finde. So. Das Ding hier. Bah, alle drei kann's lernen. Jetzt seht ihr, warum ich das gelernt habe. Draco Megere ist ein Angriffsskill, der erhöhten Schaden macht. Und zusätzlich... Fuck, ich habe keinen Zauberkürbis mehr. Shit. Und zusätzlich, na, komm schon. Zusätzlich den... die MP des Gegners senkt. Klaus Alarmreif ist an sich nicht so besonders, er hat halt einfach nur einen sehr tollen Stärkewert. Deswegen wird den auch nicht Quenya kriegen. Auto-Potion. Na, wenn er Spaß dran hat. Das haben oder nicht haben, also. Plattenpanzer. Exorzismus. Angriffe effektiv gegen Dämonen. Ah. Es werde Licht, hat er nicht fertig gelernt? Wie kommt das denn? Und wir haben schon längst keine Waffe mehr für ihn. Hier haben wir jetzt natürlich noch den Feuerstock gekriegt. Mit Feuer und Schlaf. Ist auch ganz hübsch, finde ich. Alarmreif. Götterspeise. Yippie. Jetzt hat er hier den Goldschal. Kann er auch höchstens Auto-Potion draus lernen? Muss ich jetzt nicht mal anpassen. So. Schauen wir doch mal. Gott, so viele Abilities. Also, Arsene Lupin will ich drin lassen. Holzauge will ich eigentlich auch drin lassen. Dämonen, die Menschenschatz. Ich glaube, das brauche ich in nächster Zeit gar nicht. Götterspeise. Das ist was Tolles. Steinimmunität und so, ne? Level Up zieht leider Steine wie sonst was. Will ich aber natürlich drin lassen. Töter raus. Kannibale rein. Pestizid rein. Warum den Kannibalen? Ganz einfach. Ihr riecht es. Wir kämpfen natürlich in Clara wieder gegen verschiedenste Ausgeburten der alexandrianischen Armee. Und davon sind natürlich so einige Humanoid. Schwarzmagier, Soldaten, sowas alles. Natürlich nicht nur, aber es wird auch wieder dazu kommen. Ich meine, ist offensichtlich. Oder schlussendlich auch Schaden gegen Beatrix. Sollten wir diesmal überhaupt zum Angreifen kommen. Ich meine, sie ist das letzte Mal ohne einen einzigen Schadenspunkt davon getackelt. Jedenfalls deswegen halt kein Kannibale. Und Pestizid, Insekten, Herrgott. Hat halt gepasst, punkttechnisch. Das machen wir aber nicht mehr jetzt. Wir haben die Bomekia-Episode komplett hinter uns. Wir haben die Südentor-Episode komplett hinter uns. Ja, ich weiß, Südentor und Treno eigentlich, aber ich merke mir immer nur das Südentor und das mit Treno überrascht mich jeden Stand aufs Neue. Deshalb nenne ich das die Südentor-Episode. Das war's, finde ich, für dieses Mal. Wir haben einiges geschafft. Haben auch einiges... Große Enthüllungen gab es nicht zu verdauen, aber... Wir haben Kuja kennengelernt, in Anführungszeichen. Lilly und Steiner haben so einiges, wo sie drüber grübeln dürfen. Die hatten schon so ihre Enthüllungen. Oh, hallo du. Warum nehme ich dich irgendwie nicht ernst? Quenya, mach mal. Quenya, ups. Ups. Ja, ist klar. Na, da. Komischer Name. Egal. Doch. Wie? Na gut. Na, tschüss. Wegen Protis und so. Schadenshalbierung.
Und sie hat, soweit ich weiß, keinen Bestientöter. Ja. Und ein kleiner gibt's vielleicht auch für die Leute hier mal wieder ein bisschen bessere EP. Und so im Nachhinein hätte ich Steiner und Lilly vielleicht doch leveln sollen. Das wird echt unbequem, wenn die wieder dran sind, sag ich mal. Egal. Kümmere ich mich dann drum. Jetzt speichere ich nochmal, weil wir so dicht vor dem Sandwirbelsturm stehen, der Clara schützt. Dort geht's das nächste Mal hin. Und ich sage euch, das wird wieder eine tolle Sache mit neuen tollen Geschehnissen, neuer toller Musik. Fällt mir gerade mal so ein. Und ich verspreche, vielleicht auch eine hübsche Sequenz, mal gucken. Wieder einkaufen. Ist halt eine neue Stadt mit einer Menge Story dazu. Genau. Also dann, in diesem Sinne, macht's gut, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.